Innovatoren, die das Land voranbringen. Die müssen ausgezeichnet werden, die müssen identifiziert werden und das sind im Grunde genommen die besten Role Models für andere. Ungewöhnlichen Zeiten und ich glaube, die erfordern ungewöhnliche Lösungsansätze und Denkansätze. Und da kommt für mich der deutsche Mittelstand ins Spiel, denn da kommen Innovationen her, da sind Treiber, wie sie die deutsche Wirtschaft braucht. Und wenn wir in der Pandemie was gesehen haben, dann was da für eine Kraft kommen kann, was für Innovationen da gedacht werden, die auch ganz nah an den Kundinnen und Kunden sind. Und ich glaube, das ist eine Schlüsselrolle, die der Mittelstand da einnimmt. Herzlichen Glückwunsch auch von mir zu dieser herausragenden Auszeichnung und zu dem Erfolg als Top-Innovator 2022.